Guten Tag. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine Schnur durch Asseron fädeln können. Ich benutze für diese Technik eine glatte Kombizange. Sie können auch eine Spaltzange benutzen, denn eine Extrazange, Asseron, eine Schnur, Sie können auch ein Band oder Nylondraht verwenden, Klemmen, Ringe und eine Schere zum Abschneiden. Legen Sie als erstes das Ende der Schnur in die Klemme. Kneifen Sie anschließend diese zu mit der Zange. Sie können auch die andere Zange verwenden, um die Klemme festzuhalten. Kneifen Sie die Klemme gut zu. Öffnen Sie dann einen Ring mit den Zangen. Halten Sie den Ring mit der einen Zange fest und biegen Sie ihn mit der anderen auf. Hängen Sie die Klemme daran und danach das letzte Kettenglied. Schließen Sie den Ring anschließend wieder. Jetzt können Sie die Schnur durch die Asseron-Kette fädeln. Immer abwechselnd von oben oder unten durch die Kette. Ziehen Sie die Kette jedes Mal kurz an. Wenn Sie die Schnur durch das vorletzte Kettenglied gefädelt haben, können Sie die übrige Schnur abschneiden. Befestigen Sie anschließend die Schnur wieder am Asseron. Die Klemme um die Schnur Dann einen Ring durch die Klemme und durch das Asseron-Glied. Sie können die Schnur jetzt noch ein wenig verschieben. Jetzt sind sie fertig. Sie können diese Technik zum Beispiel für Armbänder oder Ketten verwenden.